Ich sag mal, Hater. Bei jedem Video 7 Dislikes, aber dann auch 10 Likes. Sieht nicht ganz so toll aus, aber ich denke mal, das kommt auch bald Oh, noch. Und nein, nein, nein! Hast du das gerade gesehen? Oh Gott! Ich denke aber auf jeden Fall, das wird sich dann auch bald legen. Ich habe ja jetzt geändert, dass ich jetzt nicht mehr ganz so viele Videos in der Woche hochlade. Eins, zwei, aber dafür werden die dann auch qualitativ höher. Und auch, ich denke mal, ich probiere sie auch lustiger zu gestalten. Und ja, eigentlich im Großen und Ganzen war es das. Also, Hater ist Standard. Bei Real-Life-Videos ist das vorausgesehen. Und ja, mal schauen, wie es halt so weitergeht jetzt. Ja. Nee, also ich will jetzt nicht sagen, dass das vielleicht ein Fehler von dir war, dass du einen neuen Kanal eröffnet hast. Aber bei Toto LP, da hattest du ja 272 Abonnenten schon zusammen. Und ich fand es ein bisschen. Ah, nein, nein, nein. Ich fand es ein bisschen, ja, ich will nicht sagen, dass es falsch war, dass du jetzt einen neuen Kanal eröffnet hast. Aber dass du jetzt so gesagt, die ganzen Abonnenten von drüben, die werden garantiert nicht rüberkommen auf deinen neuen Kanal. Und da, deshalb, wenn sie rüberkommen, dann weiß ich auch, sie waren aktive Abonnenten, ihnen haben meine Videos gefallen und dann sind sie auch rübergekommen. Und wenn sie halt nicht mit rübergekommen sind, dann tut es mir leid. Ja, dann waren es auch keine treuen Abonnenten. Weil wären sie weiter mit rübergekommen, wären sie treue Abonnenten gewesen, dann hätte ich gewusst, sie mögen meine Videos, sie haben die auch mit angeguckt. Und so habe ich jetzt die Bestätigung, nein, sie mögen die Videos nicht. Ich werde jetzt auch mal noch ein Video aufnehmen. Dass sie noch mal vorbeischauen sollen, entweder gucken sie die Videos oder gucken sie nicht. Und dann ja, werde ich mal schauen. Wenn noch welche rüberkommen, habe ich Glück. Wenn keine mehr rüberkommen, Pech. Und Naja, nee, nur wie gesagt, es hatte mich ein bisschen gewundert, dass du jetzt halt wieder einen neuen Kanal aufgemacht hattest. Da war ich schon ein bisschen verwundert. ja, und ich brauche ehrlich, ich habe auch einen Neuanfang gebraucht, weil ich habe gerade auf Toto LP habe ich jetzt, ich weiß nicht mehr, ich habe echt nicht mehr den Spaß an den Commentaries. Und es war mit dem Gameplay ziemlich schwer, immer Gameplays zu bekommen und dann auch wieder das mit den Aufnehmen. Und es waren ja auch etwas längere Videos, die haben ja auch länger gebraucht zum Uploaden. Ich habe das jetzt gut verbunden, dass ich jetzt gerade bei Real Life Videos lade ich circa eine halbe Stunde hoch und da werde ich dann immer frühstücken, zwischendurch gehen, Mittagessen oder so weiter, damit ich da auch nicht anders zu tun habe. Und wenn ich wirklich nicht anders zu tun habe, also an Essen oder so gehen oder rausgehen oder irgendwas anderes, muss ich die dann nebenbei laufen lassen. Und das lässt sich ziemlich gut verbinden. Und da ich jetzt auch nicht mehr ganz so viel in der Woche hochlade, ja, ist der Aufwand immer beim Rendern. Ich weiß es, dass es wirklich schwierig ist, aber mir hat das erste Video, ich habe jetzt das erste Video so gesagt mit dem neuen Konzept hochgeladen und es hat irgendwie Spaß gemacht. Mit dem ganzen Gerender und mit den Effekten. Oder besser gesagt mit den paar Effekten und ja. Naja, dann geht's ja. Nee, also bei mir mache ich das ja jetzt so mit Saints Row the Third. Ich lade immer schon im Voraus neue Parts hoch, stelle die aber erstmal auf nicht gelistet, damit die keiner weiter gucken kann. Außer natürlich, man hat den Link von dem Video. Und damit ich die dann gleich schnellstmöglich dann freischalten kann am nächsten Tag. Das mache ich eigentlich im Großen und Ganzen auch. Und ich lade meinetwegen an einem Tag davor. Also ich werde mich dann noch bestimmte Tage überlegen, meinetwegen am Montag und am Sonntag. Aber das wäre eher dumm. Aber dass ich dann immer ein Video hochlade und das dann also meinetwegen am Montag lade ich es hoch und am Mittwoch tue ich das dann veröffentlichen oder halt so. Und ja, das wäre eigentlich dann auch am Ende das Schlauste. Ich muss mal gucken, ich werde mir dann noch 2 Tage überlegen, denke ich mal 2 Tage, 2 Videos pro Woche wird voll und ganz reichen. Und ja. Ja, siehst du, bei mir ist es ja ein bisschen anders. Ich mache ja so gesagt am Tag mindestens 3 Videos, die ich hochlade bzw. freischalte. Weil bei Saints Row the Third, da kommen jetzt wie gesagt pro Tag immer 2 Folgen. Und ja, also meine Abonnenten, die sind damit auch sehr zufrieden. Und ja, also soweit bin ich auch wirklich sehr zufrieden. Ich habe jetzt 120 Abonnenten. Das höchste, was ich bisher erreicht habe. Und ich will hoffen, dass es auch noch ein bisschen höher geht. Ja, ich habe auch schon sehr stark überlegt, dann, wenn ich wirklich dann auch wieder ein paar Abonnenten mehr habe,
dass ich dann andere YouTuber promote. Also das werde ich dann, denke ich, irgendwann eh machen, weil ich immer der Community zur Hilfe geben will. Es gibt Arschlöcher in der Community, das ist normal. Aber ich will auch den guten Leuten, die auch wirklich was können, aber leider nicht ganz so viele Abonnenten haben, ein paar Leute so gesagt, dass die auch mal auf diesen Kanal aufmerksam werden, weil ich kenne Leute, die haben vielleicht 5 Abonnenten und die machen so geile Videos. Und dann gibt es auch wieder Leute, das sage ich immer wieder, die haben 100.000 Abonnenten und die machen so schlechte Videos. Oder machen gar keine Videos. Oder gar keine, aber das sind dann meistens nur Fake-Abonnenten. Und sowas verstehe ich nicht. Das, ich weiß auch nicht, aber die Leute, wenn ist eigentlich meistens liegt es nur an einem Video. Wenn ein Video gut ankommt, wirst du abonniert. Das ist eigentlich immer so. Und gerade wenn du der Community Gutes tust, wirst du auch manchmal mehrmals abonniert oder den Leuten gefällt das dann auch mehr, weil sie dann endlich in dein Video reinkommen wollen und dann auch irgendwann kommen. Und wenn ich dann auch wirklich, wenn ich auch wieder wirklich mehr Abonnenten habe, die mir dann auch Likes geben, gehen die Dislikes unter. Wenn ich dann meinetwegen 16 Likes habe und 7 Dislikes, das ist mir dann eigentlich so ziemlich egal, wie viele ich Dislikes habe. Es ist schon blöd, wenn dann so eine riesige rote Linie da ist und eine mit ein bisschen größere grüne Linie, das ist schon nicht ganz so toll. Aber man muss draus lernen oder draus gucken, was den Leuten, wenn sie dann auch konstruktive Kritik reinschreiben, die meisten geben ja dann einfach nur Dislikes, aber wenn sie dann wenigstens noch konstruktive Kritik drunter schreiben oder sagen, was wenigstens scheiße oder schlecht war, dann bin ich da auch nicht böse drum, wenn sie mir einen Grund liefern und nicht einfach disliken. Und, genau. Ja. Das ist genau die richtige Einstellung, weil so genau dieselbe Einstellung habe ich nämlich auch, wenn man wenigstens konstruktive Kritik dann noch äußert, wenn man einen Daumen nach unten gibt, dann würde ich sagen, gut, okay, das ist berechtigt. Was ist mit der los? Eben, habe ich auch gar nicht gedacht, was hat die denn? Ach, und dann normal bewegen, wenn sie ein Eis kriegen. Ist klar. So, ich glaube, wir haben es jetzt. Ich mache jetzt zur Vorsicht noch einen Kunden dazu. Nee, du brauchst 200. Ja, ich glaube, das reicht jetzt. So. Moment, ich steige jetzt mal kurz aus. Ja, gut. Wunderbar. Eiscreme-Fabrik-Mission erfüllt. Yippie! Die Cherry-Pover-Fabrik generiert nun bis zu 3000 Dollar Einkünfte. Holt ihr das Geld regelmäßig ab? Wunderbar, dann haben wir das auch erledigt. Und die Karre... Insgesamt getätigte Deals 51, wunderbar. Dann bringen wir die Karre jetzt noch eben zum... Verdammt, wie kriege ich die Dings aus? Und überhaupt mit meinen Videos habe ich ehrlich, das wird sich, denke ich, immer so anfangen, dass ich auch mal über ernste Themen rede. Besser gesagt, die ganze Sache mit YouTube allgemein, was mich aufregt, was mich nicht aufregt. Und dass ich da auch wirklich mal meine Meinung sage und vielleicht sogar auch mal noch andere Leute mit einladen kann, die dann mit mir reden. Ich habe ja jetzt auch schon mehrere Anfragen bekommen, irgendwie was zusammen machen. Das waren, glaube ich, 5 Stück oder so, mehrere Anfragen. Es sind nicht gerade viel, aber für 60 Abonnenten, denke ich mal, ist das schon ganz schön, 5 Anfragen zu bekommen. Ja, lass mal bitte was zusammen machen. Und da sage ich, solange mir auch die Videos von ihnen gefallen, sage ich auch ja, oder ich sie wirklich in real oder persönlich kenne, wenn ich mit ihnen jeden Tag skype oder öfter skype, sagen wir es so. Und dann mache ich das auch gerne. Und man müssen aber auch Ideen, dann müssen wir uns auch wirklich mal zusammensetzen und dann auch wirklich eine Idee suchen, was wir da machen können, weil gerade mit realer Videos von 2 verschiedenen Orten ist das immer ziemlich schwer. Ja gut, das stimmt. Und da müsste man wirklich auch richtig absprechen und auch richtig rendern, dass da kein Fail auftritt. Weil meinetwegen ein bestes Beispiel war, dass jemand mich so gesagt interviewen möchte. Also er sitzt auf seinem Stuhl, ich sitze hier dann auf meinem Stuhl und werde dann auch die Antworten geben und das auch filmen. Und wir wollen das dann so schneiden, dass es dann so passt. Aber das Problem ist wirklich, dass man auch schauen muss, dass man die ganzen, ich sag mal, Videodateien rüberschicken muss. Und das ist halt gerade das Schwere. Ja, besonders wenn man eine recht schlechte Internetverbindung hat. Richtig. Ne, pass auf, den packe ich hier nochmal in die Garage, bevor ich daran anfange. Mr. Wappe. So. Mit so einer Flugzeugknödelkarre hier. Genau.
Ein Mensch, oh mein Gott, mit der Waffe, oh mein Gott. Ja, Toto, wollen wir dann jetzt erstmal einen Schnitt machen? Oder wolltest du noch... Ja, ich weiß halt nicht, was du noch so vorhast. Ja, masturbieren und so, nee, mein Spaß. Ah, ja, das, okay. Den Schnitt machen wir jetzt mal. Alles so. Klar. Dann bedanke ich mich erstmal ganz recht herzlich bei dir, dass du bei dieser kurzen Aufnahme dabei warst. Ich hoffe, es hat dir mit mir zusammen ein bisschen gefallen. Standard. Ja, passt schon, ne? Ja. Alles klar, meine lieben Freunde. Ich verabschiede mich dann auch erstmal ganz kurz. Ich bin dann gleich wieder zurück. Ich will tschüss sagen. Ja, so. Dann verabschiede dich bitte. Gut, dann Leute, danke ich euch auch fürs Zuschauen. Danke, Dennis, dass ich bei dir mal wieder mitmachen durfte. Immer wieder gerne. Und ja, gut, dann sage ich mal tschüss, euer Toto, und bis zum nächsten Mal. Ja, und ich sage tschüss mit Ö und bis zur nächsten Folge. Ciao.